Liebe Zuschauer, ich bin heute im Rahmen unserer neuen Sendung ein bisschen durch die Stadt gelaufen und habe eine herrliche Dekoration gesehen im Laden der Familie Enzmann. Wir sind im Laden der Frau Enzmann und Frau Enzmann war so freundlich, mir ein kleines Interview zu geben. Frau Enzmann, Ihr Laden ist einfach ein Traum. Was bietet Ihr Laden denn vor allem an oder was ist Ihr Fable oder Ihr Lifestyle? Ja, also wir bieten unseren Kunden Geschenke für die schönen Anlässe im Leben. Von der Geburt, sage ich mal, über Schulanfang, Konfirmation, Jugendweihe, Hochzeit bis zu runden Geburtstagen oder auch Hochzeitsjubiläen, eben für die schönen Dinge im Leben. Das bedeutet, Sie verkaufen keine Gegenstände, Sie verkaufen Freude. Ja, wir verkaufen Freude für den, der schenkt und für den, der beschenkt wird. Wir sind jetzt ja gerade in einer besonderen Abteilung, weil am Sonntag, letzten Sonntag war der erste Advent, wir sind also in der ersten Adventswoche und ich sehe lauter weihnachtliche Dinge vor mir. Wenn der Geruch noch von Tannenzweig wäre, dann kriege ich ja gleich Lust auf eine Gans. Eigentlich wunderschön. Sagen Sie mal ein bisschen was zu den Gegenständen, die wir hier vorfinden. Ja, also wir führen ausschließlich original-erzgebirgische Artikel, die wir auch selber aus dem Erzgebirge teilweise abholen. Bei ganz kleinen Schnitzerbetrieben, sag ich mal, wo nur ein, zwei Mann beschäftigt sind oder nur der Mann und die Ehefrau mit zusammenarbeiten, dort fahren wir hin und holen eben ganz besondere Dinge, die es nicht überall gibt. Das finde ich total schön, dass Sie unsere heimische Handwerkskunst fördern. Sie erlauben doch bestimmt mal, ob ich es auch mal kontrolliere. Darf ich mal hier drunter gucken, ob nicht, dass da dann Made in China drunter steht? Nein, liebe Zuschauer, oh, nichts passiert. Alles gut. Aus welcher Ortschaft kam das jetzt? Das kommt aus Ehrenfriedersdorf. Wo liegt das Ehrenfriedersdorf? Das liegt ganz unten an der tschechischen Grenze schon. Also wirklich ein Strich und man ist in der Tschechei. Ja. Dann sind also viele Dinge, die wir hier vorfinden, wirklich auch als Unikat zu bezeichnen. Ja, so ist es. Das ist wirklich jedes Stück ein Unikat. Ich danke, dass ich so lieb unkonventionell mal nachgucken konnte, dass es wirklich deutsche Gegenstände sind. Da danke ich Ihnen erstmal vielmals. So ich es verstanden habe und das Gefühl trage ich jetzt mit mir heraus, wenn ich heute gehe. Sie verkaufen nicht nur einfach Gegenstände aus Holz, sondern Sie verkaufen eigentlich ein Lebensgefühl, Freude. Und wie können Sie das, ja, wie kann man das am besten beschreiben, in Ihren eigenen Worten mal? Ja, ein Geschenk ist nur so viel wert, wie die Liebe, mit der es ausgewählt wurde. Das ist einfach wunderschön. Dann danke ich Ihnen, wünsche Ihnen vor allem eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und wir sehen uns bestimmt noch vor Weihnachten, weil jetzt irgendeine Verpflichtung habe ich jetzt ja auch, meinen Liebsten auch was rauszusuchen. Danke ich Ihnen. Ich danke auch ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Danke. Tschüss.